Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute also wieder ein neues Kapitel aus dem Angstbuch der AfD. Dieser Antrag, man kann es gar nicht anders sagen, ist eine wilde Mischung aus Untergangsszenarien, Rückwärtsgewandtheit und Halbwahrheiten. Aber eins nach dem anderen. Worum geht es hier eigentlich? Die AfD möchte vordergründig eine Bilanz zum Euro ziehen. Ich bin mir jetzt zwar nicht sicher, ob ein Bericht aus dem Jahr 1996, also von vor fast 30 Jahren, hier die richtige Referenz ist, aber sei es drum. Wir stellen jedenfalls beim Bilanzziehen fest, kein Land profitiert so sehr vom Euro und von der EU wie Deutschland. Kleine Nachhilfe für die AfD. Jeder vierte Arbeitsplatz hängt vom Export ab, und mehr als die Hälfte aller Exporte aus Deutschland gehen in die EU. Gerade als Exportnation profitieren wir immens vom Euro. Ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufregen. Was ich hier präsentiere, sind Fakten. Der Euro erleichtert den Handel, stärkt unsere Unternehmen und schafft dadurch Arbeitsplätze und Wohlstand. Heißt das jetzt, dass in der Geldpolitik immer alles rosig gelaufen ist? Nein. Heißt es, dass beim Haushalten in der EU alles gut läuft? Sicher nicht. Wir als CDU/CSU setzen uns für eine verantwortungsvolle europäische Finanzpolitik ein. Und um das an dieser Stelle auch noch mal ganz deutlich zu sagen, ja, jeder Mitgliedstaat muss für seine Schulden selber haften. Eine Schuldenunion lehnen wir ab. Klar ist aber auch, Deutschland braucht Europa. Denn Deutschland wird nicht alleine seinen Wohlstand halten können, und Deutschland wird auch nicht alleine für seine Sicherheit sorgen können. Auf die Herausforderungen unserer Zeit ist die EU Teil der Antwort. Wir wollen deshalb nicht weniger Europa oder mehr Europa. Wir wollen ein starkes Europa und eine EU, die funktioniert. Und deshalb sagen wir als CDU/CSU, wir stehen zum Euro und wir stehen zu Europa, denn wir stehen zu Deutschland. Ich sage das bewusst so klar, weil die AfD mit diesem Antrag so kurz vor der Europawahl natürlich andere Ziele verfolgt. Ein Blick ins Wahlprogramm macht deutlich, die AfD will den Euro abschaffen und eine neue nationale Währung einführen. Da sehen Sie, da klatschen Sie auch noch. Warum sagen Sie das denn hier dann nicht auch so deutlich? Ja, sondern tun so, als wäre das gar nicht der Grund. Und Sie schreiben ja auch selber sogar in Ihrem Antrag, ein Ausstieg aus dem Euro bedeutet für Sie nichts anderes als ein Ausstieg aus der Europäischen Union. Und auch wenn das so gar nicht geregelt ist, für Sie bedeutet es das offensichtlich. Gerade haben Sie geklatscht, dann seien Sie doch mal ehrlich und sagen Sie, wofür Sie stehen, nämlich für den Austritt aus der Europäischen Union. Sie malen hier Untergangsszenarien an die Wand, um den Menschen mal wieder Angst zu machen und um antieuropäische Ressentiments zu schüren. Dabei verschleiern Sie, dass ein Austritt aus dem Euro und auch ein Austritt aus der Europäischen Union Deutschland nicht nur isolieren, sondern uns wirtschaftlich massiv schaden würde. Das Programm der AfD ist nichts anderes als ein Verarmungsprogramm für Deutschland und das Gegenteil von Stabilität, Wohlstand und Sicherheit. Und mit Vaterlandsliebe, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, hat das bestimmt nichts zu tun. Überhaupt fragt man sich in diesen Tagen mit Blick auf die Berichterstattung zum Personal der AfD, welche Interessen diese Partei eigentlich vertritt. Und auch der Antrag wirft hier Fragen auf. So behauptet die AfD, dass die Preissteigerungen allein auf den Euro zurückzuführen seien. Auch das teurere Heizen liegt angeblich an Euro. Kein Wort zum russischen Überfall auf die Ukraine. Kein Wort zur Energiekrise und den Folgen dieses völkerrechtlichen Angriffskrieges. Ich sage Ihnen, die Menschen in Deutschland sind klüger, als sie denken, denn sie wissen, wer die Vergangenheit verklären muss, um seine Position in der Gegenwart zu behaupten, der hat für die Zukunft nichts im Angebot. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen ist die nächste Rednerin Jamila Schäfer.